Herzlich willkommen zu einem Let's Plays Spezial von Portal 2. Und zwar geht's jetzt um das Archivement Zerstöre 11 Monitore. Und ja, ich habe das Archivement noch nicht und wir werden es jetzt gemeinsam machen. Ich werde dabei nicht viel reden, denn es ist mehr ein Walkthrough als ein Let's Play. Deswegen so schnell wie möglich und ohne großartig umschauen. Viel Spaß und ich hoffe, es hilft euch. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich. Extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Weekly Testkammer Nummer 1. Nicht ganz. Siehst du das von 19. Da an der Wand? Das ist Kapitel 8. So. Einmal da. Tourette-Würfel holen. Stellen. Verarsch mich nicht so. Na also. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Monitor Nummer 1 zerstört. Okidoki. Und raus hier. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Monitor Nummer 2 von 19. Das Übliche. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Löse es selbst.
Du bist auf dich allein gestellt. So. Der ist nach oben. Da ins Eck. Weißt du, was es hier im Überfluss gibt? Monitore. Erst vorhin wünschte ich mir noch, ich hätte weniger davon. Du tust mir also einen großen Gefallen, wenn du sie zerschlägst. Das war Monitor Nummer 2. Entdeckt, völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Test vor. Testkammer Nummer 3. Monitor Nummer 3. Überhaupt nicht. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Monitore zerstören kann. Mit dem Würfel durch ein Tourette oder durch unseren eigenen Körper. Oder durch Laser. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, wenn du jetzt aufhören könntest, sie zu zertrümmern. Nun geht's los. Wir kommen der Sache nicht. Oh, wie enttäuschend. Kommen wir nochmal. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, fetti, Schnauze. Ohne Eltern. Hier gibt's was? Kein zum was dagegen schleudern. Ist, adoptiert zu sein? Dann machen wir es ganz einfach. Naja, zunächst mal. Außerdem, ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit.
meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Jetzt wird es langsam langweilig. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Du hast inzwischen bewiesen, dass du Monitore zertrümmern kannst. Perfekt. Das hast du empirisch bestätigt. Sehr schön. Sehr tüchtig. Unsere kleine Miss Clever. Der Albtraum eines jeden Monitors. Wieder eine Kammer geschafft. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Das war gerade Monitor Nummer 4. Jetzt haben wir in Kammer Nummer 5. Gibt es Besonderheit, nämlich zwei Monitore. Einmal diesen und einmal den da hinten. So, wir brauchen das. Das. Und springen gleich mal rüber. Dann holen wir den Löffel. Und der Punkt ist genau der, wo ich gerade anziele, etwas unterhalb vom Beam. Entschuldige, fühlst du dich eigentlich gut, wenn du das machst? Es ist nämlich nicht sonderlich beeindruckend. Es ist nur Glas. Ein Baby könnte die Dinger kaputt machen. Das ist nichts Besonderes. Der hier ist schon altbekannt. Weißt du, in was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Schade, den Spruch nicht gehört. In Afrika können sie sich keine Monitore leisten. Und so weiter und so fort. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Ist das jetzt dein neues Hobby? Nummer 7. Bescheuert. Seit Stunden tust du nichts anderes. Wo nimmst du nur die Energie her? Ich an deiner Stelle müsste mich ja erst einmal hinlegen und ein Nickerchen machen. Willst du dich vielleicht hinlegen? Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Als erstes brauchen wir den Würfel. Thank you.
alles zu schnell machen will. Langsam habe ich das Gefühl, dass das alles Absicht ist. Allmählich nehme ich das persönlich. Es kommt mir mehr und mehr wie eine Beleidigung vor. Juhu. Monitor Nummer 8. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon. Nur zum Spaß. Warnung. Kernüberhitzung. Kernschmelze steht... Er kann seinen Job behalten. Ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Und wieder einer kaputt. Die sind übrigens teuer, nur mal so am Rande. Das ist eine solche Verschwendung. Ja. Viele Leute würden sich über einen solchen Monitor freuen. Du könntest sie an Obdachlose verschenken. Ich weiß zwar nicht, was die damit anfangen sollen, aber du weißt ja, was ich meine. Na ja, losschrauben kannst du sie auch nicht. Sie sind festgenietet. Würdest du jetzt endlich damit aufhören? Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Ich kann dir eine Führung anbieten. Ha! Du
du lebst! Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Da, bing. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Nicht so gut. Vielleicht ein bisschen weiter rüber. Doch noch ein bisschen. Büffel.
Ich habe schließlich auch nicht unbegrenzt Ersatzmonitore hier rumliegen. Für den Fall, dass irgend so eine Durchgedrehte hier ankommt und alles kurz und klein schlägt. Es tut mir ja furchtbar leid, dass ich das nicht eingeplant habe. Also, wenn mir das jemand zum Vorwurf machen will, dann nur zu. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben. Nur noch 3 Kammern bis zur Riesenüberraschung. Der 11. Monitor. Die letzte Kammer mit dem richtigen Monitor. Das ist anstrengend. So. Da drüben. Die Stelle ist ein bisschen tricky, denn wir brauchen hier ein Portal und müssen gleich, nachdem wir oben sind, da drüben ein Portal setzen. Deswegen Schnellspeicher. So. Wir haben ihn und damit ist die schwerste Stelle geschafft. Die Monitore gehören dir nicht einmal. Das ist der reinste Vandalismus. Zu Hause würdest du so etwas doch auch nicht tun. Stell dir mal vor, ich käme in dein Haus und würde deinen Fernseher zerstören. Du würdest ausrasten. Und das zu Recht. Unglaublich. Das war's mit dem. Du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. So, hier gibt es auch noch einen Monitor. Allerdings ist das keine Testkammer. Trotzdem kann man noch zeigen, wie super. Der... Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Trotzdem kann ich zeigen, wie dieser Monitor zerstört wird. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Versteck, jetzt habe ich zum ersten Mal gesagt. Okay, das fasse ich dann mal als Nein auf. Schön, dann also, möge der Bessere gewinnen, möge der bessere Roboter gewinnen. Das hört sich doch gleich viel sympathischer an. Haha.
Finale.